السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق Heute werde ich über die Liebe des verheißten Messias al-Islam zu dem allmächtigen Gott etwas sagen und einige Zitate des verheißten Messias al-Islam aufzeigen, in denen der verheißene Messias al-Islam die Bedeutung der Liebe zu Allah und der Lobpreisung Gottes erläutert hat, das Geheimnis gelüftet hat, wie man Allahs Liebe erlangen kann und was die Philosophie dessen ist und was die Erwartungen des verheißenen Messias al-Islam an uns, an seine Jamaat, an seine Anhänger, die seiner Jamaat angehören, was seine Erwartungen an uns sind, über die Bestrebung nach der Liebe Gottes und was wir, welche Ränge wir dadurch erlangen können. Insofern ist jedes Zitat, das in dieser Hinsicht ist, eine Führung für uns und deswegen auch wert, genau zugehört zu werden, damit wir die Bedeutung der Liebe zu Gott verstehen und selbst auch in dieser Hinsicht voranschreiten und diese Liebe vergrößern und uns dadurch reformieren. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Liebe entsteht nicht durch künstliches Dazutun, sondern es ist eine dem Menschen innewohnende Kraft und die Bedeutung dessen ist, dass das Herz zu einer Sache geneigt wird und es liebt und deswegen sich angezogen fühlt zu dieser Sache. Und jedes Ding, welches diese Eigenschaften besitzt, zieht ihn an. Und das geschieht auch mit der Liebe. Seine Liebe wird dadurch deutlich, dass diese Liebe einen Höhepunkt erreicht. Allah sagt, ihr Ushribu fi Kulubihim Mulij, ihnen wurde die Liebe zu dem Kalb wie ein Wasser, wie ein Trank in ihren Herzen
gesetzt. Das heißt, Liebe ist vergleichbar mit einem Getränk, das man zu sich nimmt und dessen Farben man annimmt. Je mehr die Liebe steigt, desto mehr versucht der Mensch, die Eigenschaften des Geliebten in sich zu wecken, bis sogar er vollständig in diese Eigenschaften aufgeht. Das ist auch die Bedeutung dessen, dass ein Mensch, der Gott liebt, jenes Licht erreicht, welches das Licht des göttlichen Wesens ist. Und jene Menschen, die Satan lieben, erlangen jene Finsternisse, die dem Satan eigen sind. Das ist also das Geheimnis der Liebe, dass man die Eigenschaften Gottes selbst in sich erscheinen lässt. Dazu ist es notwendig, die Eigenschaften Gottes zu kennen, also Gottes Erkenntnis zu besitzen, wie gesagt oder erläutert wurde. Und wenn der Mensch dann von der Gotteserkenntnis weiter steigt, dann steigt diese Gotteserkenntnis hin zur Liebe. Und die Liebe wird vollständig, wenn der Mensch nicht nur diese Eigenschaften kennt, sondern diese Eigenschaften in sich aufnimmt und diese praktiziert und so die Farben und Eigenschaften Allahs annimmt. Dann bekommt er das göttliche Licht. Dann sagt der verheißene Messias, salam, Liebe bedeutet, dass man versucht, regelmäßig und mit wahrem Herzen treu alle Eigenschaften Gottes anzunehmen und in diese aufzugehen mit vollständiger Kraft und mit Eifer, damit der Mensch in seinem Geliebten aufgeht und jenes Leben erhält, welches das Leben des Geliebten ist. Ein wahrer Liebender geht in seinem Geliebten auf. Und er nimmt so seine Eigenschaften an, dass er quasi ihn austrinkt und so seine Farben annimmt, seine Eigenschaften annimmt und die Menschen erkennen, dass er durch seine Liebe aufgegangen ist und in ihm aufgegangen ist. Dann erläutert der verheißene Messias al-Islam die Ränge und das Niveau der Liebe und sagt, das ist ein Zitat des verheißenen Messias al-Islam, die in ein Priester hat einen Einwand hervorgebracht. Er hat einige Einwände hervorgebracht, worauf der verheißene Messias al-Islam antwortete. Der verheißene Messias sagte, der Einwand lautet, dass die Muslime, die Gott nicht aufgrund seiner Eigenschaften lieben, der verheißene Messias al-Islam sagt, es sollte klar sein, dass dieser Einwand eigentlich nicht dem Koran gemacht werden darf, sondern den Evangelien in der Bibel, denn diese weisen die Menschen nicht darauf hin, Gott zu lieben. Aber im Gegensatz dazu sagt der heilige Koran, فَذْكُرُ اللَّهَ abaa aw shadda zikra, dass ihr Allahs mehr gedenken sollte als euren geliebten Menschen. Dann sagt Allah, ihr sollt Allah so sehr lieben, wie eure Eltern sogar noch mehr. Und die Gläubigen zeichnen sich dadurch aus, sagt der Heilige Koran, dass sie Allah am meisten lieben. Sie lieben ihren Vater und ihre Mutter nicht so sehr, wie sie Allah lieben. Und sie lieben sich selbst nicht so sehr, wie sie Allah lieben. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, der Heilige Koran sagt, Gott hat euren Glauben euch zu einem Geliebten gemacht und dieses in euren Herzen eingepflanzt und geschmückt eure Herzen, geschmückt mit dem Glauben. Dann sagt Allah weiter im Heiligen Koran, das ist ein Vers, in welchem beide Aspekte behandelt worden sind,
die Gottes und die der Menschen, Rechte gegenüber Gott und Rechte gegenüber den Menschen. Das ist ein Buch, in welchem dieses Zitat vorhanden ist. Und zwar hat der verheißene Messias al-Islam darin sehr ausführlich dieses Thema behandelt. In diesem Buch hat der verheißene Messias al-Islam die Pflichten gegenüber Gott erklärt und gegenüber den Menschen. Und der verheißene Messias al-Islam sagt, dass man auch seinen Feind lieben soll, dass man seine Krankheit und seinen Schmerz selbst verspüren sollte, egal ob es spirituell oder körperlich ist, dass man dafür besorgt sein muss. Das sind die Pflichten gegenüber den Menschen. Darin finden wir auch die Antwort darauf, wie man die Kafir lieben sollte. Einige Leute sagen, wir sagen doch Liebe für alle, Hass für keinen. Und warum? Wie kann man die Leugner und die Kuffar lieben? Der verheißene Messias al-Islam sagt, seinen Schmerz zu verspüren, seine Notwendigkeiten zu erfüllen, das ist die Liebe gegenüber den Kuffar und nicht ihre Lehre anzunehmen oder zu akzeptieren. Einen Gläubigen zu lieben bedeutet, dass man seine guten Eigenschaften, seine Tugenden auch annimmt. Und die schlechten Dinge, die in dem Charakter vorhanden sind, diese zu beseitigen. Aber die Liebe zu dem Menschen an sich sollte zu jedem Menschen sein. Das heißt aber nicht, dass man die Schwächen anderer Menschen annimmt, weil man die Menschen liebt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, die Rechte der Menschen sind, dass man ihnen zu essen gibt, dass man sich um die Armen kümmert, dass man die Mittellosen unterstützt und dass man Gerechtigkeit ausübt. Und nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Güte ausübt. Und Güte bedeutet, dass man ohne Unterschied der Religion und der Herkunft jeden Menschen gütig behandelt. Und das sind die Rechte der Menschen, die Pflichten, die gegenüber Menschen vorhanden sind. Allerdings geschieht das nur, um Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Die erste und wichtigste Liebe ist die Liebe zu Allah. Das ist ein Zitat aus dem Buch Chashmai Masihi. Und was die Rechte Allahs angeht, oder die Pflichten gegenüber Allah, bedeutet dieser Vers, dass man aufgrund der Gerechtigkeit Allah anbetet, der euch geschaffen hat, der euch groß erzogen hat, der euch alles gegeben hat. Es ist deine Pflicht, dass du ihn liebst und dass du ihn anbetest, und zwar mit Güte. Denn er ist der Gütige. Er hat solche gütigen Dinge getan, die man nicht zählen kann. Die nächste Stufe zu Gerechtigkeit ist das Ihsan, also die Güte, dass man mehr tut, als nötig wäre. Und der Mensch sollte Allah so anbeten, als ob er ihn vor sich sieht. Das bedeutet also Ihsan und Güte. Und
wenn man den Gütigen sieht, dann kann man auch dementsprechend anbeten. Deswegen sagt Allah, ihr sollt ihn anbeten, als ob ihr ihn vor euch seht. Und diejenigen, die Allahs gegenüber gehorsam sind, kann man in drei Kategorien einteilen. Erstens, jene Leute, die Allah nicht sehen können, denn Allah ist ein verborgener Schatz, aber sie sehen die weltlichen Dinge, die Allah geschaffen hat, sie spüren diese. Und wenn man diese weltlichen Dinge betrachtet, dann weiß man aber nicht und vergisst, dass es einen Schöpfer gibt, der diese Dinge geschaffen hat, nämlich Allah. Deswegen lassen sich die Menschen davon ablenken und lieben stattdessen die weltlichen Güter. Also es gibt drei Arten von Menschen. Zum einen, die Allah nicht sehen, die seine Güte nicht sehen, weil sie die weltlichen Dinge vor ihren Augen haben und diese anfangen zu lieben, weil sie Gott nicht sehen können und Gott verborgen ist. Und sie haben nicht jenen Eifer, der sie zu der Güte führt. Und sie haben nicht jene Liebe in ihrem Herzen, welche sie die Eigenschaften des gütigen Gottes erkennen lässt, sondern sie schauen nur oberflächlich auf Allah und lassen oberflächlich kundgeben, dass sie an Gott glauben, aber sie glauben nicht an den gütigen Gott, weil sie nur oberflächlich glauben und das nur ihre Lippenbekenntnisse sind, dass sie Muslime sind. Deswegen schaffen sie es nicht, die Pflichten zu erfüllen, die die Geschöpfe Gottes erfüllen müssen. Dann sagte Faisal Messias, sie haben nicht den feinen Blick auf die Güte Allahs. Sie sagen nur oberflächlich, dass sie an Allah glauben und Allah lieben, aber jedes Nutzen, welches sie ziehen, lassen sie nicht auf Allahs Güte beruhen, sondern lassen dieses auf weltliche Dinge beruhen. Was ist der Grund dafür? Der Grund dafür ist, dass sie den weltlichen Mitteln anheimgefallen sind und die weltlichen Güter bevorzugen, weil sie vor ihren Augen nur diese Güter sehen. Und diese Güter und diese weltlichen Mittel haben den Menschen so in den Bann gezogen, dass sie Gott, der Schöpfer dieser Dinge ist, vergessen und ihn nicht sehen. Sie gehorchen den Gütern der Welt und erkennen Allah nicht. Jenen Blick bekommen sie nicht, durch den man Allah sehen kann, den Schöpfer, der alles gegeben hat. Die Schönheit Gottes sehen sie nicht. Dann sagt der verheißene Messias, ihre Gotteserkenntnis ist mangelhaft, und weil sie Gottes Güte nicht sehen, streben sie ihn auch nicht an. Unternehmen sie nicht die Bestrebung, die nötig ist, um Allah zu sehen, sondern ihre Gotteserkenntnis ist sehr nebulös, weil sie ihren weltlichen Mitteln gehorchen und oberflächlich glauben, dass Allah der Schöpfer ist. Und da Allah den Menschen nicht über sein Vermögen hinaus belastet, erwartet er, dass die Menschen
ihm dankbar sind. Und das ist auch in diesem Vers mit Adl gemeint, nämlich mit Gerechtigkeit. Sie sagen, dass Allah der Schöpfer ist. Und deswegen erwartet Gott auch von ihnen nur, weil sie so oberflächlich sind, dass sie ihm dankbar sind. Und auch Allahs Gerechtigkeit verlangt, dass er es als genügend für sie akzeptiert und annimmt, weil sie kein höheres Niveau erlangen können. Aber der verheißene Messias al-Islam sagt, darüber hinaus gibt es einen zweiten Rang an Gottes Erkenntnis, nämlich dass der Mensch, der menschliche Blick rein ist von den weltlichen Mitteln und Gottes Güte erkennt. Und in diesem Niveau befreit sich der Mensch von den weltlichen Mitteln und er weiß, dass Allah es ist, der ihm gegeben hat und er durch seine Mittel nichts erlangt hat, zum Beispiel seine Felder, die bewässert worden sind oder seine Arbeiten, die getan worden sind oder dass ein Mensch ihn gerettet hätte. Das alles glaubt er nicht, sondern akzeptiert sie als eine Lüge und sagt, dass es allein ein Wesen gibt und eine Kraft gibt und einen gütigen Gott gibt, der das alles getan hat. Und der Mensch hat einen feinen Blick ohne jeglichen Götzendienst für Allah. Dieser Blick ist so rein und von solcher Überzeugungskraft, dass sie in ihrem Gebet wissen, dass Allah vor ihnen steht. Und dieses Gottesdienst heißt im Heiligen Koran Ihsan, Güte. Und in Bukhari und Muslim steht, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch Ihsan genauso erläutert hat. Dann gibt es ein drittes Niveau, nämlich Ida'i Zil Qurba. Und die Erläuterung dessen lautet, dass der Mensch nach einer Zeit erkennt, dass Allah der gütige Mensch ist und der Höhepunkt dessen ist, dass er eine persönliche Liebe zu Allah empfindet, weil er seine Güte gesehen hat und in seinem Herzen eine Liebe geweckt hat, die eine persönliche Liebe zu Gott ist. Er erkennt die unzähligen Güten Gottes und liebt Gott nicht nur deswegen, weil er der Gütige ist, sondern er liebt ihn persönlich, genauso wie ein Mensch persönlich ein Kind seine Mutter liebt. Er sieht Gott vor sich und er empfindet eine köstliche, einen Geschmack in dem Gebet aufgrund der persönlichen Liebe, die entsteht. Und das ist das der Rang, den Allah mit Ida'i Zil Qurba bezeichnet hat. Und Allah hat in diesem Vers auch gesagt, Faskurullaha ka zikrikum aba'akum ashadda zikra, dass sie Allah so sehr lieben wie ihre Vorväter, sogar noch mehr. Und in dem Vers, in Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba, dieser Vers bedeutet also, dass das die drei Ränge und drei Niveaus der Menschen sind. Und das dritte Niveau, der dritte Rang, ist die persönliche Liebe zu Allah. Das ist jene Liebe, in welcher das Herz gefüllt wird von der Liebe Allahs, genauso wie ein Glas voller Duftstoff ist. Und Allah sagt weiter im Heiligen Koran, die Gläubigen sind solche, es gibt unter den Gläubigen solche, die ihr Leben hingeben für Allah und Allah neigt sich ihnen gnädig zu. Dann sagt der Heilige Koran weiter, die
Das sind jene Leute, die Erlösung gefunden haben, die sich selbst an Allah verkauft haben und ihn so anbeten, als ob sie ihn mit ihren Augen sehen würden. Solche Leute bekommen ihren Lohn bei ihrem Herrn und sie haben weder Furcht noch sorgen sie sich um irgendetwas. Das heißt, ihr Ziel ist Allah und seine Liebe. Und die Gunsterweisungen, die Allah hat, das sind ihre Ziele. Dann sagt Allah im Heiligen Koran, die Gläubigen sind solche, die aufgrund ihrer Liebe zu Allah solche Menschen füttern, die arm sind, die Waisen sind, und sie verlangen keine Dankbarkeit dafür, sondern möchten nur Allahs Liebe erkennen. Jetzt sollte man nachdenken, sagte Faisal Messias al-Islam, wie durch diese Verse Allah das höchste Niveau an Gottesdienst erläutert hat, nämlich, dass die Liebe Allahs erlangt wird und das Wohlgefallen Allahs alles andere überwiegt und mit wahrem Herzen getan wird. Allah hat dieser Religion den Namen Islam deswegen gegeben, damit der Mensch Gott nicht aufgrund seiner inneren Triebe anbetet und seiner Wünsche anbetet, sondern nicht nur, damit er Vorteile davon hat, sondern dass es sein natürlicher Wunsch ist, Allah anzubeten. Denn der Islam heißt, Gottes Wohlgefallen zu erlangen. Ohne den Islam gibt es keine andere Religion, die diese Ziele verfolgt. Allah hat, um seine Gnade zu zeigen, den gläubigen Menschen Lob, Preise und Gunsterweisungen versprochen. Aber Allah hat den Menschen auch gesagt, dass sie Gott nicht deswegen anbeten sollen, sondern aufgrund ihrer natürlichen Liebe zu Allah. Das ist die wahre, der wahre Gottesdienst, nicht um etwas zu erlangen oder einen Vorteil daraus zu ziehen. Dann erläutert der verheißene Messias der Islam wahre Liebe und sagt, Liebe ist eine eigenartige Sache. Das Feuer der Liebe lässt alles andere verbrennen. Durch wahre Liebe kann keine Strafe erlangt werden. Und wahre Liebe bedeutet, dass in seinem Inneren ihm etwas innewohnt, was Gottesfurcht bedeutet. Und der Mensch sieht sich als Toten an und kann nicht irgendetwas tun, was nicht dem Wohlgefallen seines Geliebten entspricht. Und er ist besorgt und stirbt in der Ferne, wenn er nicht bei seinem Geliebten ist. Er achtet nicht nur solche Sünden als Sünden, die in der Welt als Sünden gelten, also Töten und Mord und Lüge und üble Nachrede, sondern alles, was nicht zu Gott führt, sondern weg von Gott führt, erachtet er als große Sünde. Deswegen ist er stets in Istighfar, in der Bitte um Vergebung beschäftigt. Und sein Inneres ist nicht zufrieden damit. Deswegen möchte er, bei jedem kleinen Fehler denkt er, dass das ein Berg von Fehlern ist und bittet um Vergebung. Und solche Menschen sind immer in Istighfar beschäftigt. Denn das ist die Voraussetzung der Liebe, dass der Mensch immer weiß, dass sein Geliebter nicht unzufrieden mit ihm sein soll und er dürstet danach, dass Allah zufrieden ist mit ihm. Denn wenn Allah sagt, ich bin zufrieden mit dir, selbst dann ist er nicht, genügt ihm das nicht, sondern ein Mensch, der Wein trinkt,
möchte nach jedem Glas noch ein Glas trinken. Genauso verhält es sich mit der Liebe, mit der Quelle der Liebe. Die Liebe verlangt, dass immer mehr Gottes Erkenntnis und Gottes Liebe erlangt wird. Wenn er erfährt, dass Gott ihn liebt und Gott seine Nähe ihm gegeben hat, dann bleibt er nicht stehen, sondern schreitet noch weiter voran in der Liebe zu Allah. Das heißt, die Liebe zu Allah erfordert auch das Istighfar, die Bitte um Vergebung. Solche Menschen sind immer im Istighfar beschäftigt. Und das ist das Zeichen des unschuldigen Menschen, dass er am meisten um Vergebung bittet. Und Istighfar bedeutet, dass man jeden Fehler, der aufgrund der menschlichen Schwäche begangen wird, dass jeder Fehler durch Gottes Hilfe beseitigt wird, durch Gottes Segnungen beseitigt wird, damit diese nicht zustande kommt und diese Schwäche nicht herauskommt, dann bedeutet das Istighfar auch, dass ein Mensch, der einen Fehler begeht, alle Fehler, die begangen worden sind, dass Allah Ta'ala durch Istighfar den Menschen vor den Konsequenzen bewahrt. Wahre Erlösung verlangt also die persönliche Liebe zu Allah, die durch Demut und ständigem Istighfar erlangt wird und die Liebe Gottes anzieht. Und wenn der Mensch diesen Höhepunkt der Liebe erreicht und seine inneren Wünsche durch das Feuer der Liebe verbrennen lässt, dann verbreitet sich das Feuer auf sein Herz und befreit ihn von den niederen, derben Trieben des Lebens. Und er erfährt Gott durch seine Eigenschaften und er wird zu einem Zeichen Allahs und zu der Manifestation Allahs. Und alles, was in ihm verborgen ist, wird der Welt eröffnet. Denn jener Gott, der die Welt geschaffen hat, ist nicht geizig, sondern seine Gunsterweisungen können niemals enden. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam über die Entfernung der Sünden und wie diese durch Gottes Liebe möglich ist. Der verheißene Messias al-Islam sagt, Sünde ist ein Gift, welches entsteht, wenn die Liebe Gottes nicht vorhanden ist und man seiner nicht mehr gedenkt. Genauso wie ein Baum, die Wurzeln des Baumes von der Erde entfernt werden und kein Wasser mehr bekommen, ein solcher Baum verdorrt und bleibt nicht mehr grün. Genauso verhält es sich mit einem Herzen, welches nicht mehr in dem Wasser der Liebe Gottes getränkt wird. Und wie ein verdorrener Ast kommt die Sünde über ihn her und die Behandlung dessen lautet die Liebe Gottes, zweitens das Istighfar, also der Wunsch, dass diese Sünden beseitigt werden, denn so lange kann er nicht grün werden, bis die Sünde nicht weg ist, und drittens Tauba, also die Rückkehr zu Allah, dass man mit Demut zu Allah zurückkehrt und Gott durch Wohltaten sich befreit von den Sünden, dass man durch gute Taten die Sünden beseitigt und um gute Taten zu begehen, welche diese Sünden beseitigen lassen, muss man, wie ich auch sehr ausführlich beschrieben habe in den letzten Freitagsansprachen, dass dafür, vor einigen Wochen habe ich das erläutert, dass dafür die Kraft, die Willenskraft und die Wissenskraft
und die Kraft des Tuns, die Tatkraft notwendig ist. So kann man diese Sünden überwinden und kann in die Lage versetzt werden, gute Taten zu verbringen, zu tun und sich von Sünden zu befreien. Tauba, sagte Faisal bin Yasir al-Islam, geschieht nicht nur durch die Zunge, sondern wahre Reue geschieht durch Taten. Reue bedeutet tatsächlich, dass man gute Taten begeht, nicht nur Lippenbekenntnisse von sich gibt. Alle guten Taten geschehen für die Reue. Dua ist auch Reue. Denn dadurch möchte man die Liebe Gottes erlangen und die Nähe Gottes erlangen. Um ihn zu erlangen und seine Liebe zu erlangen, muss man ihm gehorchen. Und das hat Allah als Nafs bezeichnet, denn dadurch vereinigt man sich mit Gott. Ru, also Seele, bedeutet, dass die Seele eine Lust verspürt in der Liebe Allahs. Und Nafs bedeutet, dass der Mensch versucht, sich mit Gott zu vereinigen. Allah hat also den Menschen geschaffen und ihn Seele und Körper genannt oder Seele und Nafs genannt, damit er Zufriedenheit findet in der Nähe Allahs. Die Seele ist zufrieden, wenn sie Allah erkennt und die Nähe Allahs hat. Und Nafs heißt, dass der Nafs versucht, sich mit Gott zu verbinden und die Fähigkeit besitzt, sich mit Gott zu verbinden. Sich Gott anzuschließen bedeutet, wie ein Baum das Wasser Gottes aufzunehmen und sein Gift aufzulösen. Genauso verhält es sich mit dem Herzen des Menschen, welches die Liebe Gottes in sich aufnimmt und eine Kraft bekommt, um diesem Gift entgegenzuwirken. Und in Gottes Liebe aufgeht und gute Früchte hervorbringt. Doch wenn man nicht Gottes Erkenntnis besitzt, dann verdorren die Äste und die Blätter, die grünen Blätter, die fallen ab. Diese Trockenheit kommt aufgrund der Ferne zu Gott. Das heißt, man muss sich mit Gott verbinden. Eine feste Bindung mit Gott eingehen, um diese Trockenheit zu überwinden. Sonst wird man wie ein verdorrener Ast und verdorrener Baum. Das ist das Gesetz, das Naturgesetz. Und Allah sagt auch deswegen, Ya ayyatuhan nafsil mutmainna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. O du zufriedene Seele, kehre zurück zu deinem Gott, denn er ist zufrieden mit dir, du bist zufrieden mit ihm. Schließe dich meinen Menschen an und trete ein in meinem Paradies. Gottes Liebe ist also das Mittel, das alleinige Mittel, um Sünden zu überwinden. Alle guten Taten, die aus der Quelle der Liebe Gottes hervorspringen, sind wie Wasser auf das Feuer der Sünde. Denn der Mensch tut Gutes für Allah und bestätigt so seine Liebe zu Allah. Gott so zu erkennen, dass er über alles überwiegt, selbst über sein eigenes Leben überwiegt, das ist das Niveau der Liebe, welches vergleichbar ist mit jenem Baum, welcher eingepflanzt wird. Und das zweite Niveau ist das Istighfar, das heißt, dass man Gott anfleht, dass die Sünden und die Schwächen nicht hervorkommen, dass sie nicht erkennbar werden. Und das dritte Niveau ist Tauba, also die Reue, nämlich, dass man zurückkehrt zu Allah, dass der Baum durch seine Wurzeln die Wasser Gottes in sich aufnimmt. Das ist die Philosophie der Sünde.
die Bedeutung der Sünde. Dass Sünde dadurch entsteht, dass man fern von Gott ist. Und wenn man wieder diese Sünden überwinden will, muss man Gott näher sein. Was sind das für unsinnige Menschen, die andere Wege denn diese eingehen, um Gott zu erkennen? Der Heilige Koran hat uns Wege gezeigt, wie wir in diesem Leben Gott erkennen können. Genauso wie Allah Ta'ala im Heiligen Koran sagt, wer in dieser Welt Gott sehen möchte, welcher der wahre Gott ist und den Menschen liebt, er soll solche guten Taten an den Tag legen, welche keine Form von Unfrieden besitzen. Das heißt, seine Taten sollten nicht dafür sein, anderen Menschen zu zeigen, wie gut er ist. Und seine Taten sollten nicht unvollständig sein und sollten keinen Geruch enthalten, welches entgegen der Liebe Gottes ist, sondern sie sollten voller Treue sein und voller Gehorsamkeit sein und voller Wahrhaftigkeit sein. Und sie sollten frei von Götzendienst sein, weder Sonne noch Mond noch Sterne noch Luft noch Feuer, Wasser oder andere Dinge dürfen Gott gleichgestellt werden. Genauso dürfen die weltlichen Mittel nicht Gottes Rang einnehmen und man sollte nicht seine eigenen Mittel und seine eigenen Taten als ein Mittel sehen, sondern man muss immer beachten, dass man selbst nichts ist. Und man sollte auf seine Taten nicht stolz sein, sondern sich als unwissend erachten. Und immer sollte die Seele vor Gott niederknien und wie eine Person sein, welche durstig ist und eine Quelle sieht, welche kalt und schön und sauber ist. Und er neigt sich dieser Quelle zu und sollte so lange trinken, bis er satt ist. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam über die Liebe Gottes, wenn ihr seht, dass ihr Gott liebt, genauso wie ein hungriger Mensch, ein durstiger Mensch, genauso sollt ihr in Gott aufgehen und euch selbst vergessen. Wenn ihr dann sterbt, dann seid ihr glückliche Menschen. Wir kümmern uns nicht um und streben nicht Offenbarungen an oder Ilham an. Das zählt nicht, wie viele Träume man gesehen hat oder wie viele Ilham man bekommen hat, sondern die Liebe Gottes ist es, was man anstrebt. Schaut, ein betrunkener Mensch möchte immer weiter trinken. Genauso sollt ihr die Liebe Gottes trinken. Und ihr sollt euch nie zufrieden geben. Ihr sollt nie satt werden, bis ihr nicht seht, dass ihr einen Rang erlangt habt, dass ihr als Geliebte und Liebende, als Liebende bezeichnet werden könnt. Und ihr sollt diesen Wein nicht von euren Mündern entfernen. Wenn ihr nicht diesen Rang erlangt habt, dann seid ihr nichts wert. Ihr sollt eine Liebe besitzen, dass keine andere Sache dieser Liebe gleichkommen kann. Und keine Furcht sollt ihr haben, außer die Furcht Gottes. Bis ihr Allah vollkommen gehorsam seid, könnt ihr keine Liebe erlangen. Wenn ihr zufrieden seid mit Gott und nicht irgendeine Beschwerde vor Gott aufführt, könnt ihr nicht die persönliche Liebe Gottes erlangen. Und solange ihr keine persönliche Liebe besitzt, ist euer Glaube sehr gefährdet. Diese persönliche Liebe sollt ihr versuchen, durch das Dua zu bekommen. Solange ihr diese Liebe nicht bekommt, bleibt der Mensch ein Gefangener der Nafsi Amara,
des Triebes. Und über solche Menschen heißt es, das Diesseits ist süß, aber das Jenseits, ob es kommen wird oder nicht, das wissen wir nicht. Solche Menschen leben in einer gefährlichen Welt und sie werden zu Satanen. Der zweite Zustand ist das Nafsilawama, das heißt, zu einer Zeit sind sie Gottesmenschen und zum anderen Zeitpunkt sind sie Teufel und Satan. Sie haben nicht eine Farbe, denn sie kämpfen gegen das Nafs, gegen ihren Trieb und siegen manchmal und manchmal sind sie Besiegte. Aber sie tun auch gute Dinge und sie haben auch Gottesfurcht. Aber die Menschen, die Nafs Mutmainna besitzen, die die zufriedene Seele besitzen, die haben keine Sorge mehr und sie sind im Frieden. Sie sind in jedem Schloss, in dem der Teufel nicht hineinkommen kann. Dann sagt der Vers der Messias vielleicht noch über die Liebe des Gläubigen. Ein Gläubiger liebt Allah wahrhaftig und mit Treue und hat einen Eifer dafür. Keine weltliche Kost ist für ihn köstlich. Er gibt nicht auf, sondern schreitet immer weiter voran und lässt in seinem Herzen einen Schmerz entstehen. Das heißt, ein Mensch, der wahrer Geliebter ist, möchte die Liebe Gottes erlangen und geht in der Liebe Gottes auf und seine Liebe erreicht einen Höhepunkt und er ist treu in seiner Liebe und keine Sorge der Welt kann ihm Unfrieden geben und auch wenn der Geliebte ihm nicht antwortet, wird er in seiner Liebe nicht schwach. Und er besorgt sich um seine Liebe, um die Liebe Gottes. Die Aufrichtigkeit, mit der man Gott anbetet, diese lässt den Menschen den Menschen befreien und Gott näher kommen. Und der Mensch befindet sich in einer Gefahr, bis er nicht diesen Rang erlangt. Und das kann man nicht erlangen, ohne sich von anderen Dingen zu befreien, die Gott fern sind. Und solange man nicht Gottes Liebe und Gottes Wohlgefallen anstrebt. Genauso wie eine Mutter eine wahre Liebe zu ihrem Kind besitzt. Genauso sollte man auch die Schöpfung Gottes lieben. Die Schöpfung Gottes sollte man auch lieben. Das ist auch ein Zeichen eines gläubigen Menschen, der Gott liebt. Dann sagt der Vers der Messias, al-Islam, ihr könnt das nur erlangen, wenn ihr ihn erkennt. Die Welt ist verdorben und viele sind Atheisten geworden oder zumindest neigen sie zu Atheismus und haben keinen Glauben mehr. Sie sollten zu Gott beten, damit ihre Gotteserkenntnis wächst und die Macht Gottes sehen und die Zeichen Gottes sehen. Dann können sie durch jeden Weg Gottes Erkenntnis erlangen und Gott wird ihnen Weitsicht geben und sie werden zufrieden sein. Es ist wahr, je mehr man Gott anbetet und Gott fürchtet, desto mehr liebt man ihn. Sonst neigt man zu Sünden. Die Würde Gottes und die Gottesfurcht ist ein Mittel, um seine Sünden zu beseitigen.
Und es ist natürlich, dass der Mensch aufgrund von Furcht sich vor Dingen fernhält, zum Beispiel von Feuer. Er weiß, dass das Feuer ihn verbrennt, deswegen tut er seine Hand nicht ins Feuer hinein. Genauso geht er nicht in ein Loch, in welchem eine Schlange lebt. Genauso wird er nicht zur Sünde gehen, wenn er weiß, dass dieses Gift ihn töten wird. Und wenn er weiß, dass Gott Sünden hasst, dann wird er niemals Sünden tun. Er weiß, dass er wie ein toter Mensch ist, dessen Seele sich immer bei Gott befindet. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam, der Mensch, könnt ihr nicht verstehen, dass die Liebe auch ein Feuer ist und die Sünde auch ein Feuer ist. Die Liebe Gottes, das Feuer, der Liebe Gottes lässt das Feuer der Sünde vergehen. Das ist der Weg zur Erlösung. Dann sagt der Verheißene Messias al-Islam zu seiner Jamaat, Allah errettet den wahren Gottesfürchtigen vor Schaden. Ein Gottesfürchtiger ist jener, der Gottes Zeichen erkennt. Jeder kann sagen, dass er Gott liebt. Doch wahrhaft liebt Gott nur jener, der vom Himmel dafür unterstützt wird. Jeder sagt, dass seine Religion die wahre Religion ist. Doch die wahre Religion gehört nur jenem, welcher Licht in dieser Welt besitzt. Und jeder sagt, ich werde Erlösung bekommen. Aber nur jener kann Erlösung erlangen, wer in dieser Welt Erlösung erlangt. Ihr sollt versuchen, zu Gottes Geliebten zu werden, damit ihr bewahrt werdet vor der Strafe des Jenseits. Dann schauen Sie, wie schmerzvoll der Verheißene Messias Islam sagt, wie unglückselig ist jeder Mensch, der nicht weiß, dass es einen Gott gibt, der Macht über alles besitzt. Unser Paradies ist unser Gott. Unsere Lust und Köstlichkeit liegt in Gott, denn wir haben Gottes Schönheit gesehen. Man sollte diesen Schatz anstreben, auch wenn man dafür alles hingeben muss. Oh, ihr Menschen, ihr sollt zu dieser Quelle hinrennen, damit sie euch bewässert. Das ist die Quelle des Lebens. Wie soll ich diese frohe Botschaft in euren Herzen einpflanzen? Mit welcher Trommel soll ich in den Basaren gehen und diese Botschaft geben? Mit welcher Medizin soll ich euch behandeln, damit eure Ohren geöffnet werden dafür? Wenn ihr Gottes seid, dann sollt ihr wissen, dass Gott euer ist. Ihr werdet schlafen und Gott wird für euch wachen. Ihr werdet euren Feind nicht kennen, doch Gott wird ihn kennen und wird seine... Ihr habt Gottes Macht und Gottes Kräfte nicht erkannt. Wenn ihr das wüsstet, dann würdet ihr nicht hinter der Welt herrennen. Jemand, der einen Schatz besitzt, einen großen Schatz besitzt, ist nicht unzufrieden, wenn er einen Pfennig verliert. Wenn ihr wüsstet, wie groß der Schatz Gottes ist, dass er es ist, der zu euch kommt in jeder Situation, dann würdet ihr niemals euch vor der Welt niederstürzen. Gott ist ein Schatz, ihr sollt ihn würdigen, denn er ist euer Helfer, ihr seid nichts ohne ihn und eure Mittel sind nichts ohne ihn. Ihr sollt nicht andere Völker nachahmen, die sich nur den weltlichen Mitteln hingegeben haben und wie Schlangen sind, die Sand essen. Und genauso wie Geier und Hunde Aas essen, genauso essen sie Aas. Und sie essen das Schwein und sie trinken Alkohol und sind gestorben in der Gottlosigkeit. Genauso wie ein Vogel wegfliegt von seinem Nest. Sie fallen den weltlichen Gelüsten her. Ihr sollt euch fürchten davor. Dann sagt der Verheißene Messias, ihr sollt alles tun, um ihn zu erkennen. Das wird euch zur Erlösung führen. Das wird euch zur Befreiung führen. Jener Gott offenbart sich jenem, der ihn sucht mit wahrem Herzen und wahrer Liebe. Und er lässt sich ihm manifestieren. Jene Herzen, die rein sind, sind sein Thron. Sie sind der Ort, zu denen er Offenbarungen schickt.
Möge Allah uns die Kraft geben, diesen Rang zu erlangen, den der verheißene Messias al-Islam von uns erwartet hat. Möge Allah uns die Kraft geben, dass wir aufrichtig vor Gott knien und ihn lieben. Und seine Liebe erhalten und in das Paradies. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.